Hallo, das hier ist ein Video, in dem wir Einsteigerboxen vorstellen und es ist das zweite Video dieser Art. Wir haben vor einer Weile schon mal ein Video gemacht, in dem wir eine ganze Reihe Einsteigerboxen vorstellen zu Rollenspielen, die auf dem Markt sind. Und wir haben lange gesagt, wir machen Teil 2, denn in dem ersten Teil ging es um Fantasy. Und das ist nicht das Einzige, was existiert auf dem Markt, wozu es Einsteigerboxen gibt. Wir haben es nicht hinbekommen, eine ganze Weile dieses zweite Video zu machen und deswegen haben wir es semi-spontan in einem Livestream auf Twitch gemacht. Der lief letzte Woche und das hier ist quasi die Aufbereitung davon. Es ist, weil es ein Livestream war, ein bisschen chaotisch. Hin und wieder hört man im Hintergrund einen Hund herumscharwenzeln, aber ich hoffe, es ist trotzdem charmant und auch ein bisschen lehrreich und stellt eine ganze Reihe von Boxen vor, die bislang noch nicht genügend Liebe erfahren haben. Viel Spaß damit! Das Video, um das es geht, das erste ist schon zweimal auf unserem Kanal, weil ich es re-uploaded habe, aus dem einfachen Grund, dass es inhaltlich irgendwann nicht mehr stimmte, weil ich behauptet habe, es gäbe die D&D Essentials Kit Box nicht auf Deutsch und die gibt es dann jetzt eben doch auf Deutsch in Form des Basissets. Wir wollen heute über diese Box und die anderen Boxen reden, die es für das Star Wars Rollenspiel von Fantasy Flight Games gab. Ich muss sagen, gab. Wir haben die alle vorgestellt. Gar nicht mehr erhältlich. Die sind die einzige Box, die man noch sinnvollerweise im Handel kriegen kann aus dieser Reihe, ist diese. Und weil sie am wenigsten verkauft wurde, unterstelle ich damit. Das Problem ist, wir hatten all diese Boxen. Also es gab vier Einsteigersets für das Star Wars Rollenspiel. Und es gab eine zum Am Rande des Imperiums und es gab eine zu Zeitalter der Rebellion und es gab eine zu Macht und Schicksal. Und die zu Macht und Schicksal ist hier nicht drin. Das wäre der Schwarze gewesen. Die haben wir komplett verschenkt und zu den beiden hier genannten habe ich die Box selber weggeschmissen, den Inhalt behalten. Denn, das muss man direkt sagen, das ist die zerbrechlichste von all diesen Boxen. Das können wir gleich mal demonstrieren. Die, oder? Ja, also die besteht, ich klopfe mal hier auf eine von den anderen Boxen. Festes Pappmaterial. Und das ist halt man wirklich nur spielkartendick, die Pappe. Und das ist natürlich für den Umfang, das Volumen, das davon umgeben wird, ein bisschen wenig. Die sind dazu gedacht, quasi ausgeschlachtet und weggeworfen zu werden. Anders die sind ist das nicht vor allem dazu gedacht, die meisten dieser Boxen wurden verkauft, weil es eine geraume Zeit und vielleicht auch noch bis heute, ich weiß es nicht, eine Knappheit gab an den Würfeln, die man braucht, um dieses Spiel zu spielen. Denn seine Haupteinnahmequelle hat Fantasy Flight Games offensichtlich mit dem Verkauf von Würfeln, weil sie für fast jedes Rollenspiel, das sie machen, spezielle Würfel rausbringen. Nicht nur für jedes Rollenspiel, auch für jedes Tabletop und für jedes Brettspiel. Die alle ähnlich sind, aber nicht kompatibel. Und das hier sind die Würfel für das FFG Star Wars Rollenspiel. Übrigens das dritte große Star Wars Rollenspiel, das es in den letzten 40 Jahren gab. Und wie man sieht, haben die nichts, was sie einfach zu ersetzen machen würde. Also man könnte jetzt nicht sagen, ich nehme einfach ein W8 und ein W6 und schreibt mir eine Tabelle. Na, klar könnte man das machen, aber es wäre mega nervig. Es gibt die, die es zum Beispiel auch in den Regelwerken enthalten, die Umrechnungstabelle, aber wie Indy aus dem Off anmerkt, die ist kacke. In dem Sinne, als dass du dir das nicht auswendig merken kannst, welche Kombination wofür steht. Und das... Es ist möglich, aber dann musst du bei jedem Würfelwurf erstmal nachschlagen. Der Grund, warum ich die jetzt hier draufgelegt habe, ist, die waren in einer anderen Box. Ich habe eine Star Wars und Krempel Rollenspiel-Zubehör-Box. Jetzt sehe ich, dass es wirklich viel zu hell ist, weil der Kontrast so hoch. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal hin und regle das nach. Ich habe die nämlich hier schon rausgenommen gehabt. Ich dachte, wir machen jetzt ein Unboxing, aber die Würfel, die hier drin waren, original, ich weiß gar nicht, wie viele da eigentlich drin sind, 12 oder sowas, die hatte ich schon rausgenommen. Das steht hier sicher drauf. Es wären 14 Spezialwürfel hier enthalten gewesen. Und zeitweise waren diese Boxen die einzige Bezugsquelle für diese Würfel. Und die Boxen sind kaum teurer gewesen, als es die Würfel waren. Der vorgeschlagene Preis ist 30 Euro gewesen. Man bekam diese Boxen aber auch günstiger, denn die unterliegen, glaube ich, nicht der... Du hast eine ISBN, dann unterliegen die der Buchpreisbindung, oder? Ich blicke da nicht so ganz durch, ehrlich gesagt. Ich habe diese Boxen schon sehr viel billiger angeboten gesehen. Und man bekommt diese Boxen auch... glaube ich nach wie vor im Uhrwerk-Shop. Die haben nämlich den ganzen Restbestand aufgekauft, den es bei Ulysses gab. Das war, wie gesagt, Fantasy Flight, also Disney, Lucasfilm, an Fantasy Flight lizenziert. In Deutschland an Heidelberger Spiele lizenziert, die es wiederum an Ulysses Spiele unterlizenziert haben für den redaktionellen Inhalt. Die haben den ganzen Scheiß verkauft an Uhrwerk als das
bei ihnen eingestellt wurde, denn die machen das, alle diese deutschen Firmen sind da nicht mehr beteiligt momentan, weil es offenbar nicht so richtig gut lief und ich glaube, es läuft auch im Englischen nicht so gut und es ist irgendwie so ein Hin und Her, wie es denn jetzt damit weitergeht mit dieser Marke, was sehr schade ist und ich glaube, dass das hier nicht unschuldig daran ist. Aber darüber wollten wir nicht reden. Ja, so, geh du mal, während ich nochmal genau. ein Bild rumfusche. Es wurde im Chat auch schon gesagt, es wurde auch ziemlich viel gemogelt, damit das überhaupt eine Box wird. Und das werden wir jetzt auch tatsächlich sehen, was damit gemeint ist. Warte kurz, damit ich nochmal hier nachjustiere. Ja. Wir werden gleich nochmal sehen, was damit gemeint ist. Denn tatsächlich ist in dieser Box gar nicht so viel an Inhalt drin. Es wäre nicht nötig gewesen, sie in diesem Format tatsächlich zu produzieren. Was hier drin ist, ist ein Pappplatzhalter, der schon so drei Viertel der Höhe auf der Hälfte der Breite einnimmt. Und unscharf der, ist. Der macht das Bild unscharf, den tue ich mal weg. Der macht nichts anderes, als das Bild unscharf. Als das Spielmaterial unten festzuhalten und dann kann man in die Rinne, die in der Mitte ist, die Würfel reinlegen. Liest das als letztes? Liegt oben auf. Liest ja, weil zweites. Wir sie. Ich, vielleicht hatten sie schon mal auf, keine Ahnung. Ja. Ruf nach Helden. Poe Dameron. Was ist dein Problem mit Poe Dameron? Nichts. Ich finde Poe Dameron. Poe Dameron lässt mich an meiner Heterosexualität zweifeln. Das ist alles. Nein, ich mag ihn einfach. Wäre okay. Nein, ja, also es ist auch schwer, jemand irgendwie, Oscar Isaac ist halt schon ziemlich charismatisch. Ja, super Typ, ich meine, 3-Tage-Bart, schwarze Haare, braune Augen, wer könnte da Nein sagen? Tolle Jacke. Ja, tolle Jacke, so eine habe ich auch. Das ist unsere große Gemeinsamkeit. Ich habe meine nicht verschenkt. Also, was in so einer Einsteigerbox dann drin ist, sind tatsächlich vorbereitete Charaktere. Marley, das Flieger. Okay. Und da sind die Charakterbögen abgedruckt in einer Version, wo rechts und links immer Erklärung mit dazusteht. Das finde ich gar nicht so blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man sieht, was sozusagen, wo sind die Daten und dann steht rechts und links direkt tatsächlich, wie das funktioniert. Und die sind hier in zwei Versionen drin, einmal vor und einmal nach der ersten Steigerung. War hier kein Zettel drin, liest das hier als erstes? Habe ich den irgendwann mal rausgenommen und verschlampert? Nein, doch, ja, vielleicht. Yep. Offenbar habe ich den rausgenommen und verschlampt. Okay, Entschuldigung. Normalerweise müsste hier eine Gebrauchsanweisung dabei liegen. Da ich sie offenbar verloren habe, können wir das vielleicht kurz ersetzen mit der aus dem anderen, hier am Rande des Imperiums Einsteigerset. Bitte zuerst lesen. Was ein Rollenspiel? Wer sind die Spielenden? Spielbeispiel. Ja, es ist halt alt. Das ist Spielbeispiel. Spielbeispiel. Ja. Das kennt man ja. Ja. Aus jedem anderen und dann gibt es einen Einladungstext, um in die Stimmung zu kommen. Die Flucht aus Mos Shuta. Ist Shuta nicht ein Schimpfwort auf Hutisch? Etschuta. Ah, okay. Ist eine Beleidigung. Nicht Shuta. Dann klingt der Ort einfach nur ein bisschen wie eine Beleidigung. Mhm. Ja, und wenn man das gelesen hat, dann soll man sich eben dran machen. Die Regeln sich anzutun. Ich mache jetzt hier mal weiter mit dem Einsteigerset für Erwachen der Macht. Wie gesagt, es gab drei, denn auch eine FFG-Taktik, sie haben dieses Spiel in drei verschiedene Spiele aufgeteilt, wie sie es vorher schon bei Warhammer 40k gemacht haben. Ein Spiel, wo du Schmuggler und Kopfgeldjäger spielst, eins, wo du Rebellen, Agenten und Soldaten spielst und eins, wo du Machtanwender spielst. Und ein viertes, eine vierte Box gab es zwar, aber keinen vierten Regelband. Wahrscheinlich, weil sie irgendwann verworfen haben, ein spezielles Rollenspiel nochmal zu den Sequels zu machen. Keine Ahnung. Ja. Weißt du, was hier auch fehlt? Das Abenteuer, ja. Oder? Das Abenteuer fehlt auch. Nein, das ist hier. Ah, das ist da. Liest das als zweites. Das soll man nämlich dann nach der sozusagen Einweisung, was ist überhaupt ein Rollenspiel, lesen. Auch wenn hier nochmal drin steht, was ist ein Rollenspiel. Und die Idee dahinter ist, dass es hier ein Abenteuer gibt mit Vorlesetexten und kleinen Szenarien, das einem gleichzeitig die Regeln beibringt, indem es dann immer heißt, so und jetzt ist der Punkt, an dem das erste Mal Folgendes gewürfelt werden muss, wie funktioniert das Ganze dann und was sollen die Symbole auf den Würfeln überhaupt sagen.
Deswegen soll man das Regelwerk erst danach lesen, weil man in diesem Abenteuer tatsächlich Schritt für Schritt das lernt, wie es geht. Ich weiß gar nicht, ob das wie sehr dieses Abenteuer taugt, weil ich mich nur an die anderen drei erinnern kann. Nee, wir haben gespielt. Wir haben das gespielt und ich glaube, das übrigens, ich lese es als letztes, das Regelheft, genau. Und das hier als erstes. Das haben wir in Kroatien in einem Gruppenurlaub gespielt. Ich glaube, du hast geleitet. Ich habe das so verdrängt. Das ich weiß Prequel, nicht mehr, was hier passiert. Das ist ein Prequel zum Film. Man entdeckt irgendwie Flüchtlinge, die vor der Ersten Ordnung fliehen und auf Jakku stranden. Und dann wissen die Rebellen, beziehungsweise der Widerstand auf Jakku weiß dann, dass die Erste Ordnung kommt. Und dann geht es quasi nahtlos in den Film über. Der Hund hat ein Quietschespielzeug gefunden. Still Another One schreibt, das habt ihr gestreamt und zwar mit Absicht genauso, wie es da steht. Weil es schlecht ist. I have no memory of this place. Danke für das Quietschebällchen. Indy, gib's her. Danke. Loslassen. Indy, loslassen. Dankeschön. Er hört auf loslassen. Er ist ein guter Junge. Ja. Und hat jetzt sein Quietschebärchen abgegeben. Ist jetzt traurig. Guckt sehr traurig. Er kriegt es nachher wieder. Ja, wir haben das gestreamt. Es war Mist. Die Qualität der Abenteuer in diesen Boxen ist nicht immer umwerfend, aber das ist ja auch nicht das, um was es geht. Es soll tatsächlich ist das beste Abenteuer immer noch das von Am Rande des Imperiums. Das ist alles andere als irgendwie innovativ. Du hast einfach eine Reihe von Szenen, eine Schießerei in der Kantina und dann musst du abhauen, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast aber jede Menge Szenen, die du auf verschiedene Arten und Weisen lösen kannst. Du kannst dich mit den Gamorreanern hier entweder prügeln, glaube ich, oder an ihnen vorbeischleichen. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es deckt das meiste ab, was man von einem Rollenspiel erwartet. Wie gesagt, diese Box hier gibt es nicht mehr im Handel. Während die nachfolgenden Abenteuer, ich war zum Beispiel wirklich angepisst von diesem Abenteuer, das haben wir damals in der GC auch gesagt, während die mega linear sind und auch, das hat auch ganz schön gelitten durch den Lager, die Lagerzeit, auch irgendwie nicht vermitteln können, was Rollenspiel ist. Weil hier, das ist ein Kommandoeinsatz, natürlich passend zum Setting. Es geht darum, dass man eine imperiale Basis infiltriert, aber dann kann man diese Basis, die eigentlich ein offener Dungeon ist, wie das Abenteuer es vorgibt, nur Raum für Raum in der Reihenfolge erkunden, die das Abenteuer möchte. Und da steht man natürlich dann als SL erstmal blöd da, wenn es heißt, dass die Spielenden jetzt bitte links lang gehen sollen, wenn sie doch jede Möglichkeit haben, rechts lang zu gehen. Ja, ich erinnere mich, dass das frustrierend war. Oder wenn sie früh im Abenteuer auf die Idee kommen, den AT-ST, der im Hangar steht, zu benutzen und du ihnen die ganze Zeit sagst, warum das nicht geht. Das Abenteuer will das aber, Spoiler, in seinem Showdown. Dann geht's nämlich auf einmal. Das ist sehr, sehr schlecht gemacht gewesen. Deswegen war ich sehr enttäuscht von der zweiten Box. An die dritte habe ich wiederum wenig Erinnerung. Das war die Macht- und Schicksal-Box. Die war aber, glaube ich, auch recht generisch. Da ging es, glaube ich, darum, dass man irgendwelche auf Tython, glaube ich, einen Jedi-Meditationsplatz oder auf Dantooine. Da ist ein Tempel und da muss man Leute draus vertreiben, wenn ich mich richtig erinnere. Still Another One schreibt zu dieser Box, ich erinnere mich auch in erster Linie an den Spruch, das finde ich eine gute Idee, das sieht das Abenteuer aber nicht vor. Daran erinnere ich mich tatsächlich wirklich. Ja, siehst du? Und vielen Dank an 37 Big Evil für die vielen verschenkten Abonnements. Aber wie gesagt, es ist für Einsteiger, es muss schmal sein, es kann nicht alle Eventualitäten vorhersehen. Deswegen ist Railroading hier verzeihbar, aber das erste Abenteuer hat das am elegantesten umgangen. Ich finde das immer noch recht wertig, also hier, das ist schön gebunden. Ich mag wirklich diese Charakterfibeln. Ja. Es ist tolles Artwork und es ist eine gute Art und Weise, Leuten näher zu bringen, wie ein Charakterbogen funktioniert und wie Steigern funktioniert das erste Mal. Das ist immer noch vorbildlich. Genau, du kannst damit loslegen und alle Fragen, die du hast, werden dir in diesem Heft erklärt. Da wird der Charakterbogen natürlich dann hier auf, was ist das? 16 Seiten? Nein. Ja, der Charakterbogen ist ja quasi zweimal drin, plus dann noch Regeln, wie es funktioniert für jeden. Und es gibt dann noch eine Karte mit Orten, an denen das spielt. Ja, vielleicht triggert das deine Erinnerung ein bisschen mehr. Also erstmal finde ich schön, dass eine Galaxiskarte dabei ist, aber auch die Schauplätze, die... Ah ja, ich erinnere mich an die Schießerei rings um das abgestürzte Schiff. Was macht der Hund da? unseren Pfand durchwühlen. Okay, da kann er keinen Schaden anrichten. Und um das hier sinnvoll zu benutzen, das ist tatsächlich ein bisschen weniger interessant als die Sachen, die in den Unboxen beiliegen, hast du auch noch diese Marker, wo du dann Gegner und Monster und sowas auslegen kannst.
Das ist ein Punchboard, das du nicht ausgepuncht hast bisher, Maggie. Ja. Das musst du aber auch nicht. Wir haben diese Box, ehrlich gesagt, bei Patrick beim Urwerk Verlag Shop gekauft, nur damit ich sie hier in einem Video nochmal vorstellen kann. Und dann die Würfel schon rausgezimmert. Und ja gut, die Würfel haben wir irgendwann mal gebraucht. Ich glaube, wir hatten irgendeine Session, wo wir so viele Leute da hatten. Wobei, nee, das kann nicht sein. Ich habe diese Box erst später gekauft. Egal. Vielleicht war noch keine drin. Du, vielleicht bin ich ja hier über den Tisch gezogen worden. Patrick hat sie schon entfernt. Kann ja sein. Also, zusammenfassend. Also, das Konzept ist an sich ganz gut, wie man Einsteiger heranführt. Die Abenteuer lassen einen dann aber teilweise im Stich. Was drin ist, ist insofern wertig, als dass es gut aufbereitet ist, schönes Artwork und dergleichen. Aber als Einsteigerbox zählt es nur gerade ebenso, denn eine Box ist das gar nicht wirklich. Das ist eher ein vergrößerter Papierumschlag, der künstlich auf diese Form gehalten werden muss, damit er nicht traurig in sich zusammensackt. Das ist auch der Grund, warum wir die anderen Boxen nicht mehr haben. Ich habe nur noch die Hefte und die Materialien lose hier in meinem Schuhkarton hier. Also in dem hier. Und ich sah einfach keine Möglichkeit, das wieder so schön zu verpacken, dass man das ins Regal stellen kann. Vor diesem Problem stehe ich übrigens jetzt auch gerade wieder. Leg's einfach beiseite. Ich leg's einfach weg. Es ist wirklich nicht hübsch. Der Inhalt ist okay, also wertig, wie du schon sagtest, durchwachsen, was die Qualität der Abenteuer angeht. Und man kann damit gut einsteigen. Und vor allem, es ist eine gute Möglichkeit, an die Würfel ranzukommen. Wenn man aber dann sich die eigentlichen Regelwerke holt, dann sind die Sachen, die man hier in den Einsteiger-Sets bekommt, nutzlos. Weil du wirst das dann nie wieder spielen. Außer das brauchst du vielleicht die Hilfscharakterbögen. Ja, die noch am ehesten. Das ist richtig. Oder du sagst, du spielst wirklich mit diesen Markern. Aber ich glaube nicht, dass das viele Leute machen, weil, wenn wir ehrlich sind, ist das nicht die Art von Spiel, die du mit Markern spielst. Oder findest du, dass das hilft beim Star-Wars-Rollenspiel, wenn du eine taktische Karte hast und einen Marker hinlegst? So ein erzählerisches Spiel, wie das ist? Ich habe es nicht vermisst. Also wir haben die allermeisten Sessions, außer wir haben eine von den Starterboxen gespielt, haben wir ohne Karten gespielt und ich habe sie nicht vermisst. Das hat auch so immer funktioniert. Ja, kann man natürlich machen. Aber ich finde, es gewinnt dadurch nicht. Die nächste Box, die wir haben, ist quasi eine Spiegelbox zu einer, die wir im letzten Video vorgestellt haben. Das ist das Soulbound Starter Set. Das ist für das Warhammer Fantasy Age of Sigmar Rollenspiel. Im sozusagen Spiegelbox in dem Sinne, als das, was wir zuletzt gezeigt haben, natürlich Warhammer Fantasy Roleplay war in der 4. Edition. Und Cubicle 7 hat nicht nur die Traditionsmarke sozusagen weitergeführt, das Warhammer Fantasy Roleplay, sondern auch zu dem neuen Spin-off, naja, der Fortsetzung vom Tabletop Age of Sigmar ein Rollenspiel gemacht, das gänzlich anders funktioniert, man ja auch eine ganz andere Art von Charakteren spielt. Das hier könnte natürlich auch hätte auch in das Fantasy-Video gepasst, weil es Fantasy ist, aber es ist ja so weit weg von dem normalen Warhammer Fantasy, dass ich dachte, wir können es hier nochmal kurz erwähnen. Es gibt dazu auch nicht viel zu sagen, wenn ihr das andere Video anguckt, diese Box funktioniert ganz genauso, wie du schon sagtest. Ja. Es ist andere Werbung drin. Es sind nicht so schöne Würfel, also in der anderen Box. Nein, die sind wirklich gar nicht. In der anderen Box sind, glaube ich, schönere Würfel. Ja. Die hier sind kackenhässlich. Es gibt Handouts, die man den Leuten geben kann, mit Zeugs, wo man nachschauen kann, wie funktioniert das tatsächlich jetzt eigentlich mit dem Kämpfen und den Zaubern und sowas. Karten. Man spielt in einer Stadt, die mehr oder weniger extra dafür angelegt ist, in der es auch weitere Abenteuer gibt. Brightspear auf der Ebene des Feuers, auf der Welt des Feuers mit der Umgebung. Dazu muss man sagen, diese Karten sind auf so einer dünnen Pappe gedruckt, wie sie für Kunstdrucke oder dergleichen verwendet werden. Die sind sehr stabil. Sehr wertig an, ja. Die Marker fallen hier allerdings ganz leicht raus. Deswegen sind die Marker bei der Star Wars Box eingeschweißt, weil die auch leicht rausfallen würden und dann würden sie gleich aus der Box rausfallen, weil die Box halt nur so ein Umschlag ist. Und jetzt direkt im Vergleich mit Star Wars sieht man, also dass schon Cubicle 7 sich die guten Ideen von diesen Star Wars Boxen genommen hat und dann die schlechten einfach weggelassen. Wie zum Beispiel, diese Box ist wirklich sehr stabil und sie zieht zusätzlichen Nutzen daraus, dass sie immer noch bedruckt ist. Im Deckel wie im Boden ist noch weiteres Material. Wir haben nochmal eine Karte und im Deckel ist nochmal eine Regelzusammenfassung. Aber was sie zum Beispiel auch hat, ist diese Aufteilung in ein Read This First. Übrigens gleiche Preisempfehlung, $30. $30. Und dann hat man hier eine kurze Beschreibung. Was ist das für ein Spiel? Wie funktioniert das überhaupt? Wie mache ich das?
Und hinten dann direkt auch ein Übersichtssheet, das ist, um sozusagen die Gruppenressourcen und Ziele und Bedrohungen und dergleichen festzuhalten. Weil man ja eine Gruppe von seelengebundenen Leuten spielt, die im Auftrag von Sigma und anderen Göttern der Ordnung versuchen, das Böse zurückzuschlagen. Und die haben also immer gemeinsame Ziele und gemeinsame, ja, Arcs, die hierüber getrackt werden können, was für Feinde man hat und wie sich aus Gerüchten dann schließlich vollständige Bedrohungen entwickeln können. Und es hat auch, wie wir es ähnlich eben bei Star Wars hatten, die Idee, dass man ein Abenteuer hat, in dem man Stück für Stück die Regeln lernt. Das ist jetzt schon wieder anders gelandet. Das habe ich schon wieder hier reingewurschtelt. Entschuldigung. Faltering Light ist es, denke ich. Genau. Und das ist tatsächlich ziemlich, so seltsam das klingt, sogar relativ sandboxig, wenn ich mich richtig erinnere. Also man hat einen bestimmten Auftrag, in den Untergrund der Stadt zu gehen, um da was zu suchen, aber es gibt halt auch wirklich so Sachen, dass es dann weitergeht mit, und hier ist jetzt die Stadt und da sind Zufallsbegegnungen und hier sind folgende Bedrohungen und dergleichen. Und dann hat man noch zusätzlich den sogenannten City Guide, der nochmal Brightspear die Stadt gänzlich aufarbeitet. Und da sind auch jeweils Bedrohungen drin, Kreaturen. Und natürlich eine Erklärung, was ist hier was, warum ist das so? Was kann man in diesem Laden essen? Aber keine Regeln. Aber kein Regelwerk. Ja, genauso wie bei der Warhammer Fantasy Box. Alles, was du an Regeln brauchst, steht im Abenteuer drin. Und was du an Regeln zu den Figuren brauchst, zu den Charakteren, wird dir hier weitgehend erklärt. Character Sheet Explanation. Genau. Die sind als kleines Triptychon gefallen. Natürlich auch sagen, dass die Regeln von Warhammer, es sind ja, glaube ich, die gleichen Regeln bei Warhammer. Nein. Nein, ist nicht die gleichen Regeln? Nein, nein. Hast du das gerade schon gesagt? Ja. Okay, ich habe dir nicht zugehört, entschuldige. Also, Soulbound hat tatsächlich ganz andere Regeln. Das ist ein W6-System, ein Erfolgssystem. Das andere ist doch auch ein W6-System. Warhammer Fantasy? Nein, das ist ein W100. Habe ich völlig falsche Würfel im Kopf gerade in der anderen Box? Waren da W100? Du hast recht, da waren nur zwei W10 drin. Da waren zwei schöne W10 drin. Mhm. Soll ich sie schnell holen und das nachschauen? Wenn du möchtest. Ja. Ja. Also ich kann dir aber Du hast völlig recht, ich habe das völlig falsch im Kopf. Warhammer Fantasy ist ein Prozentsystem. Ja. Mit sehr niedrigen Werten beim Charakterstart. Also da sehen selbst viele Cthulhu-Charaktere besser aus. Und Age of Sigmas Soulbound ist, also weil man da halt überlebensgroße Helden spielt, wie herumlaufende Bäume, Krieger, Priester, Magierinnen von unterseeisch lebenden, seelenraubenden Elfen, fliegende Zwerge. Oder unsterbliche, wiederbelebte, heilige Krieger Sigmas. Es ist ein ganz anderes System, das dir sehr viel leichter Erfolge verschafft. Obwohl wir beim Testspiel gemerkt haben, dass es doch immer noch ziemlich viel schief geht. Aber vielleicht waren wir einfach scheiße. Siehst du, aber ja, das war das, was mich verwirrt hat. Das sind nämlich die Würfel, die der anderen Box beilagen, der Fantasy-Rollenspielbox. Und die sind echt schön. Aber es sind halt nur zwei. Ja? Und ich hatte im Kopf, dass in der anderen Box schöne Würfel dabei waren und hab mir jetzt gedacht, in der anderen Box waren aber die W6 hübscher. Aber es waren halt wirklich nur zwei W10. Und demzufolge haben sie einfach zwei schöne W10 durch 8 hässliche oder 10 hässliche W8 hässliche W6 getauscht. Das ist dann wohl legitim. Ich meine, der Gedanke dahinter war, man spielt auf der Welt des Feuers. Sie sind gelb-rot und hier ist das Symbol des Feuers drauf. Aber irgendjemand schrieb gerade im Chat, immerhin sind da Zahlen drauf und man kann sie lesen. Das ist doch auch nicht schlecht. Hier kann man nicht so gut lesen, das stimmt. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber Star Wars. Mir war das Fantasy-Rollenspielregelwerk als sehr einfach im Kopf geblieben und das dann nicht. Ne? Das ist ein bisschen komplexer. Fantasy ist insofern einfach, als du hast einen Prozentwert und du würfelst runter. Meinst du denn, du hast dir diese Box damals angeschaut, als wir sie bekommen haben, glaube ich. Meinst du, dass das ähnlich eingängig hier beschrieben wird? Oder glaubst du, dass das für Einsteiger ein schwierigeres System ist? Generell?
Es ist insofern schwieriger, als dass es mehr Ressourcen gibt und du sie aber tatsächlich nutzen musst, um die Begegnungen zu schaffen. Mhm. Also das macht es ein bisschen hakeliger. Ich finde insgesamt die sozusagen die Warhammer Classic, die Warhammer Fantasy Roleplay Box besser als die Age of Sigmar Box, aber die Age of Sigmar, die Soulbound Box ist immer noch ein sehr wertiges Produkt. Und hier wird erklärt, wie man eine Probe macht, was ja der Kern der ganzen Geschichte ist. Wie viele Würfel muss ich werfen? Beispiel. Oh, ich hab's verkackt, was mache ich jetzt? Das finde ich tatsächlich eigentlich an allen Sachen, die von Cubicle 7 raus, also in den letzten, mindestens in den letzten 5 Jahren, aber auch früher schon rausgekommen sind. Sie haben sich da irgendwann drauf eingegroovt. Die Art und Weise, wie sie die Sachen schreiben, ist unglaublich freundlich. Also wirklich, die Texte gehen auf Leute zu, die noch nie ein Rollenspiel gespielt haben und erklären ihnen das auf eine Art und Weise, die einem irgendwie die Panik nimmt, möchte ich fast sagen. Das ist mir bei den Doctor Who-Rollenspielen das erste Mal aufgefallen. Ja. Und das haben sie hier sehr angenehm fortgesetzt. Also es ist immer noch eine gute Box, nicht ganz so gut wie die Schwesterbox. Sehr hochwertig gemacht und die, glaube ich, auch für Einsteiger ganz gut funktionieren kann. Ist man gar nicht mehr gewohnt, dass Leute einem das so beibringen, als würden sie wollen, dass man Rollenspiele spielt. Ne? Ja. Als würden sie wollen, dass man sofort damit aufhört und sie in Ruhe lässt. So. Zur nächsten Box. Ja, nee, ich drehe mal die Reihenfolge ein bisschen um, okay? Stapel, der hier liegt. Ich hätte gerne noch eine weitere Box hier heute gehabt, nämlich die Cyberpunk-Einsteigerbox, die wir vor 2 Jahren, weniger als 2 Jahren, ausführlich vorstellen wollten mit Thomas Echelmeier auf der Weltenwerker-Con. Er hat dann von der Stunde Slot, hat er, ich glaube, die meiste Zeit über die Geschichte von Cyberpunk gesprochen. Ja. Aber wenn ihr mehr zur Cyberpunk-Einsteigerbox wissen wollt, ich verlinke das Video später auf YouTube unter diesem. Da erfahrt ihr, was da drin ist und was die kann. Ich hätte sie gerne hier im Rahmen dieses Videos nochmal vorgestellt, aber ich habe sie einfach physisch nicht hier, deswegen ergibt es keinen Sinn. Wenn das ein Konservenvideo gewesen wäre, hätte ich sie reinschneiden können. Aber jetzt in der Live-Version verweise ich auf ein anderes Video. Die Cyberpunk-Einsteigerbox passt natürlich hier sehr gut ins Thema, zum Thema Science-Fiction und Horror. Und wir haben auch aus ihr Test gespielt. Wir haben aus ihr aus der digitalen Version dann Test gespielt, ja. Ne? Ja. Also dann verweisen wir vielleicht auch noch auf das Testvideo dazu. Genau. Das allen sehr viel Spaß gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was der Status der Warhammer-Einsteigerboxen ist, ob es die inzwischen auf Deutsch gibt. Ich glaube, teilweise gibt es die auf Deutsch. Das Warhammer Fantasy gibt es, glaube ich, auf Deutsch, aber das Soulbound noch nicht. Ich weiß es nicht. Das hier gibt es auf jeden Fall nicht auf Deutsch und ich glaube, es ist auch nicht geplant, dass es auf Deutsch kommt, weil der Inhalt teilweise als Einzelprodukte bei Pegasus in der Deutschmessung von Cthulhu rausgebracht wurde oder wird. Also das ist das Call of Cthulhu Starter Set und man sieht schon, es ist zu dünn, würde ich sagen. Es geht nämlich nicht mehr richtig zu. Ja, nachdem ich es einmal aufgemacht habe, die Box ist sehr kompakt. Und es ist trotzdem, es ist die günstigste, es ist eine 25-Dollar Box. Beziehen kann man diese Sachen übrigens beim Sphärenmeister, Sphärenmeisters Spiele. Da habe ich diese Box bestellt, auch um sie in diesem Video hier mal in die Kamera zu halten. So, was haben wir hier drin, Maggie? Würfel. Wir haben hier drin, was man braucht für Cthulhu. Und das sind natürlich einmal ein W100. Und alles andere ist größtenteils darum, entweder auf Tabellen zu würfeln oder seinen Verlust Den W6 brauche ich für die geistige Stabilität. Ja, für den W6 brauchst du auch für den Schaden beim Kämpfen, aber einen W4 oder einen W8, den brauchst du eigentlich nur, um zu würfeln, ob deine geistige Stabilität flöten geht. Aber wir haben den W100, der sogar mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet ist. Clever. Oh nee, warte. Ah, damit kann man kennzeichnen, wenn man mit Vor- oder mit Nachteil. Du kannst ja eine Probe forcieren. Nee, du kannst eine Probe so würfeln, dass du einen Vorteil hast unter bestimmten Umständen. Blablabla. Geht es auch zu weit. Genau, forcieren ist wiederholen. Ja. Einen W20, um bestimmte Sachen zu bestimmen, auf Tabellen zu würfeln oder sonst was. Ich wüsste nicht, wo man ihn sonst für braucht. Und dann hier Schaden und geistiger Schaden. Wenn ihr es wisst, sagt es uns bitte in den Kommentaren. Auch später auf YouTube. Der Chat sagt, die sind aber auch nicht so hübsch. Die sind, ja, wie gesagt, 25-Euro Box. Dafür sind diese 7 Würfel okay.
So, jetzt haben wir das natürlich schon wieder völlig verkehrt drum hier angeordnet. Das hier muss natürlich oben auf. What's in the box? Falscher kann man es ja nicht anordnen. So. Ist es immer noch falsch, aber besser. Ist es immer noch falsch? Ja. Du hast völlig recht. Hier Book 2, Book 1. Jetzt stimmt's aber. Das ist absichtlich, um dich zu verwirren, weil es Cthulhu ist. Moment, ich verliere 4. Geistige Stabilität. 4. Also was ist hier drin? Die ist nicht zuerst, das kennen wir. Jetzt hatte ich hier noch was rein. Hier ist Werbung. Geht auf corrosium.de oder com. Eine Karte zu einem der Abenteuer, die hier sich reingemogelt hat. So. Und es fängt an mit dem Solo-Abenteuer. Das gibt's einzeln auf Deutsch. Oder ich glaube, es ist inzwischen raus einzeln. Und hast du das nicht rezensiert auf Deutsch? Oder hast du Alone Against the Darkness? Ich glaube, ich habe Alone Against the Darkness gehabt und nicht Alone Against the Flames. Das erklärt uns mal ganz kurz, was wir hier machen. Wie man die Würfel benutzt. Und dann geht's auch schon los. A Solo Introductory Adventure. Und es fängt total stimmungsvoll Cthulhu-esk an mit The Sun is High in the Sky. Es fängt so an, aber wir können ja mal gucken, wie es endet. Ich denke, das werden wir jetzt aber nicht rausfinden. Es ist gar nicht so kurz. Für ein Einsteiger-Solo-Abenteuer ist das schon mit 200 Abschnitten. 250 Abschnitten. Das ist ein vollwertiges Solo. Ja, ja, klar. 270 Abschnitten. Hier können wir gucken, wie es endet. Ist ja billig. Es ist, glaube ich, nicht das gute Ende, das man uns hier als letztes hinhält. Ne? Mhm. Ja, lebende Flammen und... Also ich finde es immer gut, wenn ein Einsteigerbox ein Solo-Abenteuer enthält. Das ist etwas, was die anderen beiden Boxen, die wir heute hier hatten, nicht haben. Was aber sowohl die DSA als auch die Splittermond-Boxen hatten, die wir letztes Mal vorgestellt haben. Pathfinder hat ein Mini-Solo-Abenteuer, Pathfinder 2. Mhm. Ich glaube, bei D&D ist Solo-Abenteuer einfach total unüblich. Ne? Deswegen ist das da auch nie mit drin. Aber ich finde, es hat immer einen mega Mehrwert, weil das was ist, was jeder spielen kann, der sich die Box schnappt. Und selbst wenn du mit der Box nichts anfängst, hast du immer noch ein Solo-Abenteuer. Ich meine, dass D&D-Solo-Abenteuer existierten, hast du hier schon neulich. Ja, wobei das ja sehr weit weg ist. Also es gab verschiedene Arten von D&D-Solo-Abenteuern, aber momentan gibt es ja zumindest keine. Also es war nie so der, wie bei DSA, dass das eine eigene Produktlinie gewesen wäre, die relevant wäre im Vergleich zum Rest. So, Einsteigerregeln. 2, Introductory Rules. Sehr schmales Heftchen. Das ist ja das Praktische, man braucht gar nicht so viel, um Cthulhu spielen zu können. 22 Seiten oder sowas. Und hier ist noch nicht wirklich irgendwas zu regeln, sondern eher, wie spielt man das, wie erzählt man das. Charaktererschaffung in der vereinfachten Version, denke ich. Ja. Und... Das ist wirklich der größte Teil des Charakterschaffung. Und hier gibt es jetzt ein bisschen was mit, wie funktioniert das mit dem Würfeln. Hier haben wir genau die Sache mit den 2 W10-Würfeln. Das ist aber nicht die gleiche Farbe wie die Würfel, die beiliegen. Nein. Das verwirrt mich. Das ist... Wo sind denn die roten und weißen Würfel, die hier beiliegen sollten? Gut. Ja, ich finde, mehr muss man auch echt nicht wissen für Cthulhu. Also... Was hier? Hier ist eine Tabelle, die einem direkt ausrechnet, wenn ich folgenden Wert in etwas habe, was ist die Hälfte und was ist ein Fünftel davon? Cool. Für Leute, die wirklich nicht gerne Kopf rechnen. Was ich sinnvoll fände, wäre ein Cheat-Sheet, wo alle Regeln auf einer Seite stehen, denn das würde bei Cthulhu ja funktionieren, also alle wichtigen Regeln. Mhm. Kommt das noch vielleicht? Wir werden sehen. Und dann haben wir noch eine Abenteuer-Anthologie. Mit wie vielen Abenteuern? 3 Abenteuer. 3. Ja, das Abenteuer Introduction ist ganz schön kurz. So. Dragon. Ich bin ja kein Riesenfan von dem amerikanischen Cthulhu-Style. Ich mag es lieber, wenn alles mit uralten Schwarz-Weiß-Bildern aus den 20ern illustriert ist. Und ich finde auch, diese Karten hier haben absolut gar keinen Cthulhu-Flair.
Aber das ist halt auch was, was dann in der aktuellen Cthulhu-Edition in Deutschland übernommen wurde. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen gegen den Willen der deutschen Redakteure, weil die immer noch Dinge auf die altmodische Art bebildern. Wie siehst du das? Ich mag tatsächlich den Stil, den die deutsche Cthulhu-Redaktion über Jahre hinweg geprägt hat, wirklich sehr. Mit denen, dass wenn du es aufschlägst, du das Gefühl hast, das könnte tatsächlich so ein Relikt aus der Zeit sein. Das ist natürlich etwas, was aus Hilflosigkeit geboren wurde. Wie, naja, es gibt diese Fotosammlungen und da müssen wir keine Rechte für bezahlen und wir haben keine anderen Illustrationen. Ja, aber es hat so viel mehr Flair und es fühlt sich echter an. Du hast dann wirklich das Gefühl, das könnte, das, vor allem wenn es halt an Schauplätzen spielt, die es wirklich gibt oder mit historischen Ereignissen zu tun hat, die wirklich stattgefunden haben, dann denkst du halt, vielleicht war das so. Guck mal, das geht, da gibt es ein Bild aus der Zeit. Aber das hier ist das Cover von Benjamin Blümchen und der Vampir. Ja? Dom Munoz schreibt im Chat, ich finde diesen Log bedeutend besser als den deutschen. Da wird da oben geschrieben, dass er das Layout angenehm und klar findet und halt nicht so übertrieben düster. Also, das Layout mag ich auch. Ja. Es geht mir jetzt wirklich nur um die Bilder. Um Flair. Ja. Ich meine, sowas ist natürlich super. Aber das ist tatsächlich eine Illustration, die ich aus anderen Spielen kenne. Und zwar kenne ich die, glaube ich, oder aus einem anderen Buch. Definitiv auch aus einem anderen Buch. Also das ist dann halt natürlich mehrfach verwendet bei so etwas. So, dann haben wir diverse Charaktere, die schon vorausgefüllt sind. Ja, das sind alles schon fertige Charakterbögen. Und hier sind Blanko-Charakterbögen. Und Handouts. Und das ist ja auch ein Kernelement von Cthulhu, ne? Dass du deinen Spielenden jede Menge Handouts in die Hand drücken kannst. Und natürlich könnte man hier auch sagen, ladet sie euch runter, druckt sie euch aus, schneidet sie euch aus. Aber dass die hier schon mal beiliegen, finde ich nicht. Auch wenn die jetzt nicht sehr wertig sind, ne? Also fass mal das Papier an, das ist schon eher billig. Finde ich das einen sehr großen Mehrwert für die Vorbereitung dieser Abenteuer. Wie gesagt, gibt es nur auf Englisch. $25 Originalpreis, finde ich angemessen. Und ich glaube, wir haben die Abenteuer jetzt nicht gespielt oder gelesen, aber die meisten Kaufabenteuer für Cthulhu taugen, auf irgendeiner Ebene zumindest. Und ich denke, das ist ein brauchbarer Einstieg. In das größte Horrorrollenspiel. In das größte Horrorrollenspiel. Wo gibt. Ja, nächstes? Ja, ich finde, dass für so eine schmale Box haben sie eine Menge reingepackt. Ja, ich nehme an, das hat auch transporttechnische Gründe, dass sie das so eng gemacht haben. Das ist ja praktisch der Gegenentwurf zu dieser aufgeblähten Star Wars Box. Ja, die Star Wars Box könnte drin. Genauso ja. Dünn sein wie die rein theoretisch. Da ist nicht mehr Material drin als. Also hier sind, glaube ich, mehr Seiten drin, in der Star Wars Box sind mehr Würfel drin. Aber ja, die Star Wars Box müsste auch nicht dicker sein. Hast du völlig recht. Die nächste Box musst du, glaube ich, fast alleine besprechen, denn du hast sie schon mal besprochen. In einer Late Night Show hast du das Alien Starter Set von Free League. Okay, ich muss reinschauen, um mich zu erinnern, wie die Abenteuer sind. Kein Stress, wir sind ja hier entspannt. Ja. Also erstmal von der Stabilität her im mittleren Bereich die Box. Da muss man sagen, dass die Warhammer-Boxen sind die stabilsten. Die haben die dickste Pappe verwendet. Also damit kann man sich den Schädel zumindest ordentlich anecken. Die sind wie so eine 80er-Jahre Familienbrettspielschachtel von Warhammer. Machen wir jetzt Pappstabilitätsbewertungen hier? Also ich finde, dass bei einer Box, die dazu gedacht ist, dass du sie mitnimmst und rumschleppst und bei deinen Freunden auf den Tisch schmeißt, finde ich es durchaus wichtig, dass sie stabil ist. Ich würde das in zwei Kategorien einordnen. Stabil und instabil. Und die hier ist in der stabilen. Die ist in der stabilen Kategorie, ja. Was hier drin sind Würfel. Ich glaube aber, dass wir da das zweite Set, wir haben nämlich noch ein Set extra gehabt, schon mit reingetan. Oh, das kann gut sein. Lass uns mal auf der Rückseite gucken. Ich glaube auch nicht, dass da, was hast du denn da, 30 Würfel? Ich mach's nochmal zu. 20 Würfel. Wobei wir festgestellt haben, dass man die durchaus braucht. Ratespiel. Wie viele Würfel hat Margie in ihrer Hand? Schätzt es, ihr gewinnt dann nichts. Hier, diese Box enthält. Aber wir haben gemerkt, dass man die teilweise braucht, denn Alien hat ein sehr interessantes System, um zu eskalieren. Das ist ein W6-System, wie alle von den Free League-Spielen, wobei regulär nur die 6 ein Erfolg ist. Das heißt,
Aber man hat aber keine lächerlich hohen Werte, mit denen man würfelt. Also meistens würfelt man nur so mit zwischen 3 und 6 Würfeln. Das heißt, die Chancen sind oft gar nicht so gut, irgendwie was zu schaffen oder gut zu schaffen. Und je mehr man gestresst ist, also je mehr schlimme Dinge passieren und man einen Stresswert aufnimmt, desto mehr zusätzliche sogenannte Stresswürfel bekommt man. Die haben auch eine 6, die können einem also zusätzliche Erfolge geben. Aber auf der 1 haben die einen kleinen Facehugger und dann passiert was Schlimmes. Und das ist tatsächlich ein ziemlich cooles System, was halt auch wirklich die Nervosität der Spielenden steigert, wenn ihr Stresswert hoch ist, weil sie müssen die würfeln und das wird halt immer krasser, sie werden immer erfolgreicher, aber die Gefahr, dass was richtig, richtig schief geht, wird auch kontinuierlich höher. Und das hat sehr gut funktioniert beim Testspielen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist meiner Meinung nach der beste von den Eskalations- bzw. Reroll-Mechanismen, die in diesen W6-Systemen drin sind. So, wir haben ist ein haufenweise Karten. Ist auch ein bisschen schade, wir haben einmal Alien gespielt, das war super. Da hat er alles mitgespielt, da hat der Thomas Römer mitgespielt, glaube ich, der Thomas Echelmeier, Tim hat mitgespielt. Und da war eigentlich alles drin, was man erwartet von so einem Alien, so einer Alien-Runde. Und irgendwie habe ich bisher nicht die Notwendigkeit gesehen, das nochmal zu machen, weil es wäre dann wahrscheinlich sehr ähnlich, denn es ist halt Alien. Wobei das Regelwerk einem ja auch quasi sagt, wie das idealerweise funktioniert. Also man kann Alien auf 2 verschiedene Arten und Weisen spielen. Man kann es im Grunde als One-Shot spielen. Ja. Die Alien-Variante. Oder die Aliens-Variante als Kampagne mit Marines. Ja, und nicht zwingend mit Marines. Du kannst auch einfach Leute, die mit dem Frachter durch die Gegend kutschieren oder sonst was spielen. Aber eben tatsächlich mit die Charaktere entwickeln sich weiter und sterben nicht zwingend. Mhm. Und was hier drin ist, sind unter anderem Karten für die Art und Weise, es zu spielen, wenn man die klassische, die Alien-Variante nimmt. Dann hat nämlich auch jede Figur eine sogenannte persönliche Agenda, die über 3 Akte sich verändert. Das ist zum Beispiel die Agenda für Akt 1, aber dann gibt es Agenda für Akt 2 und das ändert sich. Und hier sind noch Initiative-Karten und Waffenkarten und generell noch einmal eine Übersicht über die Charaktere, die mitgeliefert werden. Die sind in üblicher Spielkartenqualität mit gerundeten Ecken, also schon ganz gut. So. Dann sind hier die Charakterbögen, die recht stilvoll sind. Man braucht nicht viele Werte bei einem Free League-System. Gibt nur eine Handvoll an Attributen, aus denen sich dann noch ein paar Sachen ableiten. Und wie man sieht, in manchen Sachen steht auch gar nichts drin. Das ist ganz normal, weil man nicht in allen diesen Werten tatsächlich was hat. Das ist dann schlicht und einfach eine Null. Wenn du darauf würfelst, kriegst du halt darüber keinen Bonus, sondern hast nur dein Attribut. Klar. Das ist alles sehr übersichtlich. Und die Bilder sehen auch wirklich alle so ein bisschen aus, als wären sie aus dem ersten, als wären es Charaktere aus dem ersten Alien-Film. Ja. So. Das mag ich. Wir haben eine Galaxiekarte. Beziehungsweise, das ist nur ein Teil der Galaxie, Entschuldigung. Es ist ein Ausschnitt aus unserem Teil und einfach mit einer Übersicht sozusagen, wem gehört hier was, weil man mehrere große Machtgruppen hat. Was mir tatsächlich beim Schauen der Filme gar nie so klar war, ich habe mich hinterfragt, dass von welchen Kolonien sind die Colonial Marines? Ach, so viel Worldbuilding gibt es ja auch in den Filmen nicht, oder? Ja, und hier ist sozusagen das Worldbuilding, das in den anderen Medien existierte, ist natürlich auch ins Rollenspiel eingeflossen. Aus Comics und Romanen und sowas, schätze ich. Ja. In den Videospielen gab es auch nicht so viel Lore, oder? Ich weiß, also es gibt wohl Romane und wie du sagtest, Comics, in denen das Ganze weitergemacht wurde. Aber hier ist so ein bisschen, man kann nachschauen zum Beispiel, von wo nach wo die Schiffe geflogen sind oder auf irgendwelchen Planeten rumgammelten, die wir aus den Filmen kennen. Das kann man hier dann einfach sich schauen und sich dann fragen, warum sind sie da lang gekommen, wenn sie auf dem Weg zur Erde waren. Und auf der Rückseite ist dann in passendem Grün, Bildschirmgrün, tatsächlich Pläne von einem Schiff. Das sind 4 verschiedene Pläne, man sieht es ein nur in der Kamera, weil das eine sehr große Karte ist. Es sind tatsächlich Pläne, alle von demselben Schiff, das sind 4 verschiedene Decks. Verschiedene Ebenen, genau. Okay, ja. Das ist Deck A und Deck B kann ich nicht in die Kamera schieben, weil es zu groß ist. Aber es ist 4-mal eine Karte von dieser Größe, beziehungsweise die anderen sind sogar noch größer, weil da mehr, Moment, das hier kann ich dann Triebwerke und sowas mit drauf sind. Aber das sind 4 Decks desselben Schiffs, auf dem das Abenteuer spielt. Gut. Dann gibt es haufenweise Tokens. Die sind jetzt nicht so hübsch, aber gut lesbar. Ja. Und das sind nicht nur Gegner oder sowas, sondern das sind auch zum Beispiel Marker, die man hinlegt, um zu sagen, hier gab es einfach... Ah, genau, auf der anderen Seite sind sie dann.
dass dein Motion-Sensor irgendwas anzeigt. Da werden dann Marker für ausgelegt. Und für einzelne Aktionen, die du durchführen kannst, um dir zu merken, dass du sie machst oder dass du in dem Zustand bist, offensichtlich. So, Regelbuch. Hast du auch nie ausgepanscht hier? Nee, ne? Ist aber auch ein bisschen langweilig. Was haben wir noch? Wir haben ein Regelbuch, das tatsächlich ziemlich dick ist für so einen Einsteigerbuch. Ich glaube, das ist tatsächlich die vollständigen... Ah, ist, nicht nur, ist es eine Weile her. Ich weiß, dass wir damals die Rezension dazu gemacht das, haben. Das Regelwerk von Alien hat schon über 300 Seiten, ne? Das hat ja auch ausführlich besprochen. Da ist halt eben auch Charaktererschaffung und sowas dabei. Ich glaube, das ist hier... Ich weiß nicht, ob das hier mit drin ist. Aber es ist ein sehr, sehr schickes Buch, in dem Sinne, als dass da wirklich große Splash-Pages drin sind. Und sie es geschafft haben, so ein dunkles, stimmungsvolles Design zu machen, aber den meisten Text immerhin doch noch auf einen hellen Hintergrund zu setzen, sodass man nicht irgendwie Kopfschmerzen bekommt beim Lesen oder echte Probleme hat, wenn man eingeschränkt ist, was die Sehfähigkeit angeht. Das wirkt jetzt aber nicht wie das zugänglichste von diesen Produkten. Das ist einfach nur ein abgespecktes Regelwerk. Das ist ein abgespecktes Regelwerk. Und dann haben wir Chariot of the Gods. Ja. Ah, ich erinnere mich jetzt wieder, es ist ein Raumschiff, auf dem geforscht wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und darauf ist was schiefgegangen und man hört auf einen Notruf und muss sich darum kümmern. Und dann erkundet man Stück für Stück dieses Schiff, während Dinge schiefgehen. Das überrascht jetzt, glaube ich, niemanden, dieses Setting und was da passiert. Völlig verrückt. Aber warum hat es dann so ein... weil es in Prometheus mit reinspielt, nehme ich an. Hat es den Namen Chariot of the Gods? Einen, ja, da war ja auch gerade die Alien-Version aus Prometheus, oder? Genau. Das Spoiler. Also es geht tatsächlich um die Viecher. Also das Regelwerk enthält ja auch alle Versionen von diesen Kreaturen. Ja, und das ist das Viech. Der Bloodburster, ja. Und... Schlimm. Schlimmer Film. Furchtbar. Werde ich mir nie wieder anschauen. Wie nennt sich Juvenile? Neomorph hieß es auch. Ja, okay. Der Neomorph. Und wenn ich dachte nur, Keanu Reeves wäre ein Neomorph. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das halt wirklich... Ich habe einen Witz gemacht und du übergehst ihn einfach, weil du ihn so scheiße fandst. Ja, okay. Wäre Neomorph nicht das Kind von Neo und Morpheus? Oh, ich dachte einfach, weil er neoförmig ist. Weißt du, Keanu Reeves ist neoförmig, ist Neomorph. Schön. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das alles andere als kreativ, wie man vielleicht schon gemerkt hat in meiner kurzen Zusammenfassung, aber absolut. Aber es hat doch so einen abgefahrenen Titel, da muss es doch kreativ sein. Ja. Wie ja? Du hast es gelesen damals, als du die Box bekommen hast? Ja, ich habe es damals gelesen. Der Chat bestätigt das, was ich mir noch im Kopf hatte, da sind alle Regeln drin, nur kein Fluff. Ja. Also es ist die Grundregeln sind da vollständig drin enthalten. Wow. Naja, und dann wird deine Erinnerung an dieses Abenteuer dich wahrscheinlich auch nicht trügen. Und Thomas Römer schreibt, aua, aufhören. Hallo Thomas. Ja, also insgesamt 150 Seiten an Buchkram, 5 Charaktere, die vorgefertigt sind, die ganzen Karten, die Pläne, Marker. Das ist für, was wollten die dafür haben? Das steht hier nicht drauf. Nein, da ist tatsächlich kein Preis drauf. Okay. Das ist für eine mir nicht bekannte Summe Geld wohl okay. Auch im Chat erwähnt wurde, man kann damit rein theoretisch auch einfach beliebig Science-Fiction spielen. Also in dem Sinne, als da sind einfach Regeln drin, auch um Schiffe zusammenzustellen. Ja. Und mit denen zu hantieren. Ja, aber dann kannst, du ja Coriolis holen, da hast du mehr Bandbreite, oder? Im Endeffekt. Also es ist sogar ein bisschen ähnlich wie Coriolis, was Schiffsbau und sowas angeht, nur halt... abgespeckt. Du kannst sehr viel mehr an Coriolis-Schiffen personalisieren und ändern und machen. Du hast mehr größere Bandbreite, wie du sagtest, auch bei den Schiffen tatsächlich zur Auswahl als hier, weil sie sich da eben an Vorlagen halten, die existieren. Ja. Und es gibt aber auch nicht nur die ganzen Xenomorphen, Neomorphen und was mit ihnen zusammenhängt, sondern es sind noch ein paar andere Monster, zumindest im Grundregelwerk drin, um die man auch was drumherum stricken könnte. Aber irgendwie, wenn man Alien spielt, erwartet man schon, glaube ich, was. Ich nehme an, es ist kein Predator drin. Nein. Weil das eine andere Lizenz ist. Und die nochmal das Doppelte gekostet hätte wahrscheinlich. Die sind definitiv nicht enthalten. Ja, also sie haben sich nochmal neue Monster ausgedacht. Oder aus den Romanen irgendwas nochmal rausgefummelt. Okay. Man findet das online für 60
Tacken. Ich weiß nicht genau, welche. Du hast recht, da war eine Diskussion. Ah, das wurde gerade im Chat geschrieben. Ja. Da war eine Diskussion darüber, wie teuer das Ding ist. 60 Euro? Jemand anders sagt, ich war das so teuer? Ich habe 29,90 für bezahlt. Alien Starter Set 60. Das geht hierzulande für 60 Euronen. Okay. Also ich hatte im Kopf, dass es eine Diskussion darum gab, dass das ein zu teures Produkt ist. Ich finde, 60 Euro wäre zu teuer. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass ich es auch irgendwann mal günstiger gefunden habe. Aber der Chat bestätigt das ja jetzt mit verschiedenen... Was kostet es denn beim Sphärenmeister? Ist der Sphärenmeister hier gerade? Sollen wir das Video kurz anhalten und rausfinden, wo man am billigsten das Alien-Starter-Set bekommt? Also nee, für 60 Euro würde ich sagen, da kann man sich auch gleich einfach das Regelwerk holen. Ja, gut, dann muss man immer noch extra... Obwohl, das ist ein Spiel, wo man nicht zwingend die Sonderwürfel braucht. Du brauchst nur W6 in zwei unterschiedlichen Farben. Ja, das ist wirklich unnötig. Ich meine, das ist nett, ja, und mit es sind den kleinen Facehuggern, ja, aber es ist nicht nötig. Es sind ja auch nur zwei verschiedene Farben. Bei anderen Free League-Spielen, die ja dem gleichen Schema folgen. Mindestens drei. Genau, der Witz bei der Sache ist ja, du würfelst mit einer Farbe für ein Attribut, für eine andere Farbe für deinen Skill und dann nochmal in einer Farbe vielleicht für deine Gear oder für deine Ausrüstung oder für einen Vorteil, den du noch durch eine andere Figur hast. Du brauchst bei Forbidden Lands auf jeden Fall drei verschiedene Sorten. Und dann ist es schon nervig, dann willst du schon die richtigen Würfel dafür benutzen, aber wenn es wirklich nur zwei verschiedene Versionen sind, dann keine Ahnung, nimmst du halt vielleicht auch einfach zwei Würfel-Trays oder so. Sphärenmeister 49,65. Mhm. Deutsch 60, Englisch 50, bei Free League 51 noch was Euro für das Starter-Set analog. Okay. Digital und VTT, also ich glaube, da ist das dann mit drin. 50 fürs englische Starter. Ja, aber keine Buchpreisbindung hier offensichtlich, weil halt auch kein Buch und du bist ein ISBN drauf, ich check das nicht. Steht kein Preis drauf, aber wenn das wirklich 50, 60 Euro kostet, würde ich ihn auch verschämt nicht draufschreiben, ehrlich gesagt. Ja, das Deutsche kostet 60 Euro. Gut. Wow. Dann für die YouTube-Version. Das Starter-Set ist teurer als das volle Regelwerk. Weird, schreibt Tim. Das ist doch Quatsch. Entschuldige mal. Ich meine, es ist ja nicht nur das Starter-Set. Es ist ja auch ein Abenteuer drin, von dem du gerade gesagt hast, es ist nicht so toll. Es ist vollkommen okay. Es ist halt nur alles andere als kreativ. Ich habe... Die Free League-Würfel sind leider auch immer sehr teuer. Ich habe auch schon mal 25 Euro ausgegeben für ein Free League-Würfelset, wo auch nur irgendwie 12 Würfel drin waren. Das finde ich eine Frechheit. Also jetzt unabhängig von den Händlern, die diesen Preis dafür verlangen, Roland, finde ich eine Frechheit von Free League, diesen Preis so festzusetzen. Von daher, Würfel, ein Abenteuer, ja, es ist schon viel Content drin, aber 50 Euro, nee. 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 Nehmt euch andere Würfel und holt euch das Grundregelwerk, wenn ihr spielen wollt. Beziehungsweise ich weiß gerade nicht, was das Grundregelwerk kostet, aber ein Eis solltet ihr euch sowieso suchen. Müsste man für 50 Euro oder 60 auch kriegen. Der Mehrwert ist dann das Abenteuer. Alles andere ist unnötig. Und vor allem das hier ist, es ist kein Starter-Set für Leute, die mit Rollenspiel anfangen. Also das bringt dir nichts bei. Ich glaube, es versucht ein bisschen so pro forma das anzusprechen, aber nein, ich glaube, das ist schon, wenn du nicht schon Erfahrung hast mit Rollenspielen, glaube ich, wird es echt schwierig durchzusteigen, was das soll und was du da machst. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Warhammer-Boxen oder der Star Wars-Box. Es fällt mir gerade echt schwierig, Gründe zu finden, diese Box zu kaufen. Es gab es erst nichts anderes? Nee, es gab das Regelwerk zuerst. Echt? Ja. Warum? Ich verstehe es dann nicht. Deswegen. Vielleicht weiß ja jemand im Chat, was die Daseinsberechtigung dieser Box ist. Naja, ich habe sie ganz schön schlecht geredet. Es ist ein Kartenspiel noch mit drin. Ja, es sind Karten und Pläne und Marker und ein Abenteuer drin. Aber trotzdem ist die Hälfte des Inhalts ein Regelwerk, dass das beschnitten wurde um seinen Fluff und wo ansonsten wenig Arbeit reinging, es jetzt so zu designen, dass es einsteigerfreundlicher ist. Also, das ist eine schwere Box. Ja. Und da sind nicht mal die Würfel drin. So, tu die Würfel noch rein. Aber es ist ein gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. So, die letzte Box, ähnlich wie bei Warhammer, ist wiederum so eine Spiegelbox. Auch hier steht kein Preis drauf. Ich glaube, der Preis ist 40 Euro.
Aber da mag mir auch der Roland wieder widersprechen. Das hier ist die Starfinder Einsteigerbox und wir haben in dem letzten Video die Pathfinder 2 Einsteigerbox vorgestellt und vor Jahren die Pathfinder 1 Einsteigerbox. Starfinder ist das Science-Fantasy-Äquivalent zu Pathfinder und spielt XY Jahre nach Pathfinder, aber mit den gleichen Spezies und aufbauend auf den kulturellen Errungenschaften von Golarion. Nur, dass Golarion weg ist und stattdessen eine Raumstation in dem leeren Sektor rumdümpelt, wo der Planet früher war. Aber wir finden alte Bekannte wieder. So, und wie gesagt, wir haben ja in einem anderen Video, das sind Standees, ja. Genau. Also hier werden gleich noch Pappmarker kommen, die man dann dreidimensional quasi aufstellen kann. Dann alle Würfel, die man braucht. Ja, in einer minimalistischen Version. Also, wer es nicht weiß, Pathfinder, Starfinder ist im Grunde D&D, D&D 3.5 und deswegen brauchen wir auch alle Würfel, die man für D&D also es ist aus D&D, bevor Leute in den Kommentaren schreiben, dass es nicht ganz so ist, es wurde aus D&D 3.5 weiterentwickelt und Starfinder nimmt dann schon einige von den Designentscheidungen von Pathfinder 2 voraus. Es geht dann schon ein bisschen weiter weg, ja. Genau, es hat sich da schon noch deutlich weiter entfernt. Aber trotzdem sind immer die gleichen Würfel. Wir brauchen den W20, den W6 und die anderen Würfel, um Limbs, Energie, Schaden und sowas auszulösen. So. Ich habe in diese Box, glaube ich, noch nie reingeschaut. Übersichtskarten. Was tue ich in meinem Zug? Mhm. Grundsätzlicher Wurf W20 plus Modifikatoren. Zustände. Es ist sehr praktisch und es ist abwaschbar. Ja. Es ist so versiegelt, dass man da also Sachen drüber schütten kann. Ich glaube, die Pathfinder 2 Box kostet 40 Euro, deswegen gehe ich davon aus, dass die auch so der viel Chat kostet. Der Chat bestätigt, dass sie um Dankeschön. 40 kostet. Ja, also es ist die zweiteuerste Box, die wir heute haben. Das ist immer das Gleiche, ne? Ja, das gibt es einmal für jeden, der am Tisch sitzt. So, wie bei vielen dieser Boxen muss man es rauskippen, weil man nicht genügend Platz selbst für so kleine Finger wie meine hat. Mal das weg. So. Dann, das war schon bei der Pathfinder 1 Box so, was ich ganz nett finde, dass es bei den vorgefertigten Charakteren eine kurze Beschreibung gibt, warum man die vielleicht spielen möchte. Mhm. Damit die richtigen Leute den richtigen Charakter bekommen und Spaß dran haben, ihn auch zu verwenden. Das ist auf dickem, aber nicht sehr reißfestem Papier. Also ist es Es ist nicht so hochwertig wie die Sachen, die bei Warhammer oder Star Wars dabei liegen, aber es ist immerhin stabil. Mhm. Und es hat auch diese Methode, dass du hier den Charakterbogen hast und außen die Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Jetzt bin ich gerade überlegen, kann sein, dass Pathfinder das sogar als erstes hatten. Diese kleine Mappe, wo rechts und links die Erklärung ist für den Charakterbogen steht. Pathfinder 1 Einsteigerbox habe ich nicht mehr. Kann sein, dass das schon war. Ich bin mir relativ sicher, dass das so war. Ja, das ist dann aber auch schon fast 10 Jahre her. Das Konzept. So, wir haben da 1, 2, 3, 4, 5 vorgefertigte Charaktere. Soldatin, Agent, Gesandte, Mechaniker, wobei die dann auch wirklich Namen haben, das sind wieder Iconics. Ähnlich wie bei Pathfinder, dass du ein paar Charaktere haben, die für ihre Klasse stehen. Für meine Nachfrage bei dem Alien waren ja vorgefertigte Charaktere dabei, aber wenn das komplette Regelwerk drin war, könnte man auch eigene bauen, ne? Also nur beides. Dann ist das genauso möglich gewesen. Bei den meisten Einsteigerboxen kann man ja keine Charaktererschaffung machen oder bei vielen. Und dann hier sind noch Blanko-Charakterbögen. Ja, dann gehen wir davon aus, dass man hier auch eigene bauen kann. So. Dann die Standees, wieder Punchboards, die ich nicht ausgepuncht habe. Mit potenziellen Gegnern von. Die hier magst du doch, Skitamander. Skitamander. Kleine, sechsarmige, hungrige, flauschige Viecher. Und ein Roboterdrache. Weil im Grunde ist es ja immer noch Fantasy in Space. Und es fällt auseinander. Naja, das ist, soll ja erst ein Punchboard. Die Sachen gehen, hopfen da wirklich sauber raus. Das ist mit einer sehr sauberen, scharfen Stanze gearbeitet worden. Die noch nicht abgenudelt ist. Drei Bögen davon. Ja, und diese Standees und die abwaschbaren Bodenpläne dürften auch der Grund sein, warum diese Box 40 kostet und nicht 30. Dann. Das ist eine abwaschbare Blanko-Dungeon. Und auf der Rückseite haben wir wahrscheinlich die Dungeons, die in den beiliegenden Abenteuern relevant sind. Hoffentlich, ansonsten wäre es sehr irritierend. Diesen extrem linearen Dungeon.
Was ihr nicht sehen könnt, es gibt genau eine Stelle, an der man rein theoretisch abkürzen kann. Das ist so ein bisschen wie im IKEA, wenn man übersieht, dass man so, es gibt diese zwei Stellen, wo du abkürzen kannst, um zur Markthalle zu kommen. So ein bisschen sieht der Dungeon aus. Nur mit weniger Duftkerzen. So, und dann gibt es ziemlich klassisch ein Heldenhandbuch und ein Spielleiterhandbuch, was so als wäre es voll wichtig. Oh, ich habe noch einen sechsten Charakter. Technomagierin. Hier ist ein Inhalt der Starfighter Einsteigerbox übersichtlich, Übersichtblättchen. Und da sieht man auch, dass es 6 Charaktere sein müssen. Mhm. Doppelseitige Flipmat. Bevor du weitermachst, lies diese Seite. Ich finde sehr schön, was ist Starfinder, wenn du eine Gruppe hast, ganz viel, wenn du alleine spielst. Dann darfst du nur. Und dann gibt es ein Solo-Abenteuer im Heldenhandbuch. Das ist genau wie bei Pathfinder 2, das fängt dann wahrscheinlich damit an, dass man. Das ist hier drin. Das ist im. Heldenhandbuch. Im Heldenhandbuch. Stand da zumindest. Okay. Ja, das ist auch. Und fängt direkt an. Schurken im Stachel. Und dann hat man hier. Choose Your Own Adventure. Und ich glaube, da lernt man dann auch die Regeln bei. Dann geht's weiter mit Spiel. Das sind 23 Abschnitte, also jetzt kein kleines. Wenn es so ähnlich ist wie das bei Pathfinder 2, dann ist es wirklich nur, du gehst durch einen Dungeon und triffst 3 Gegner und überlegst dir, wie du die ausschaltest. Und hier ist tatsächlich auch Charaktererschaffung. Mhm. Ja. Also das ist wirklich in jeder Hinsicht so gut wie identisch zur Pathfinder 2 Box, was den Aufbau angeht. Und es ist voll geballert mit Artwork, ne? Ja. Das ist schon sehr hübsch. Aber das Layout hier mit Stufenanstieg oder so hat auch ein bisschen was von den Discounter-Eigenmarken. Discounter-Eigenmarken? Weißt du, so in Rot und Weiß, ein Ausrufungszeichen und die Farbwahl und so. Ja, so, gut so und günstig. So simpel, genau. Ja. Du hast recht, das könnte im Supermarkt stehen. Ja, aber das ist jetzt kein Kritikpunkt, oder? Nein, dass die Farbwahl halt ähnlich getroffen ist wie bei günstiger Butter. Regel. Man muss sagen, wenn man sich die Illus so anguckt, man darf nicht unterschätzen, wie groß der Einfluss von Numenera auf die Pen-Paper-Szene in den letzten 10 Jahren war, oder? Dass alles weirder geworden ist und mehr Science-Fantasy. Sieht vieles aus, als könnte es eine Numenera-Illu sein. Ja, viele Leute haben sich gesagt, oh, das sieht cool aus und es hört sich cool an, aber Numenera ist trotzdem nichts für uns. Trotzdem, man kann das irgendwie einfach mal integrieren. Dafür gibt es jetzt inzwischen Material zu Numenera, wo nicht mehr Numenera draufsteht. Sondern nur noch 5e, weil die auch mitgeliefert werden, die 5e-Regeln. Ja. Weil Monty Cook gemerkt hat, dass die Leute seine Ideen vielleicht gut finden, aber einfach lieber D&D spielen. Tja. So. Und das hier ist das was Buch? Das ist das Spielleiterhandbuch. Das hier ist das Abenteuer drin. Das ist ein Abenteuer drin. Starklaus Versteck. Das ist tatsächlich überschaubar. Und dann, wie schreibt man ein Abenteuer? Ja, wie spielleitet man, wie schreibt man ein Abenteuer? Und dann Hintergrundinformationen, Zufallsbegegnungen. Und in Regelreferenzen ein Index. Index vorbildlich selbst in einem überschaubar umfangreichen Heft hinten drin zu haben. Mhm. Finde ich sehr gut. Wenn man wie wir sehr viele Rollenspiele in begrenzter Zeit liest und dann sich dann überlegt bei einer Rezension, ich versuche gerade diesen Abschnitt wieder zu finden, wo ein ist Monsterhandbuch, ein sehr umfangreiches Monsterhandbuch, sozusagen, hier mit drin. Ich wollte nur sagen, ich bin sehr froh über Indizes im Glossar. Asteroidenlaus. Bäh. Wunderschön. Ernähren sich von Mineralien innerhalb des Felsens. Du, die wollen nicht dich, die wollen den Boden, auf dem du stehst. Die wollen die Mineralien in mir. Im Grunde, ja. Hier steht nirgendwo, wie groß sie sind. Mach doch endlich mal die Laus weg. Okay. Findest du den Barafumo angenehmer? Vielleicht gibt es, du hast ja schon die Monster gezeigt, vielleicht gibt es ja, was haben wir denn noch? Fremdartige Widersacher ist das hier. Glaube und Religion, Kommunikation, Geschichte und Zeit. Das sind eine Seite. Es scheint aber ein ganz guter, gekürzter Abriss über die Spielwelt zu sein. Inklusive einer schönen Karte des ganzen Sonnensystems, in dem wir uns befinden. Hier wäre Golarion gewesen. Hier wäre ihr Planet gewesen.
mag es irgendwie sozusagen grundsätzlich den Flair und die Spezies und sowas immer noch, aber das System ist nie so ganz meins geworden. Sowohl Pathfinder 1 als auch den Starfinder. Es ist mir immer noch zu crunchy, um groß Spaß dran zu haben. Ja, die meisten Abenteuer haben halt den Dungeon-Crawl-Fokus und im Grunde geht es immer nur darum, erschlage das Monster, sammle XP, steige auf, kaufe bessere Ausrüstung, gehe wieder in den Dungeon. Und natürlich ist das jetzt vereinfacht dargestellt und es gibt, man kann auch mit Pathfinder was anderes spielen. Aber wir haben uns halt irgendwie, wir hatten ein bisschen Pech mit den Abenteuern, die wir rausgesucht haben und die waren halt genau das. Also war ich doch ganz froh, dass wir mit denen die 5 dann eine Alternative hatten, die in jedem einzelnen Abenteuer versucht, jeden Geschmack anzusprechen. Ja, aber vor allen Dingen mich weniger Zeit kostet beim Spielen und beim Lernen des Systems als Starfinder. Es ist, oder Pathfinder, in welcher Version auch immer. Ich kann verstehen, dass das sehr viel Spaß macht, sich richtig in ein System reinzufuchsen und was rauszuholen. Und Pathfinder hat auch eben den Vorteil, dass es so viel Zusatzmaterial gibt, dass du quasi alles damit bespielen und bebildern kannst. Wie das ist zum Beispiel dann Zusatzkrams gehabt, dass du im Grunde deinen eigenen Batman, also den Vigilanten irgendwie machen kannst oder dir Zombie-Teile einnähen. Das ist so. Ja, ein C-Punkt an D&D 5, dass du sehr eingeschränkt bist in deiner Charakterentwicklung und damit ist wirklich gemeint, die Werte deines Charakters, was er kann, weiterzuentwickeln, weil das eigentlich eine Einbahnstraße ist, ne? Du entscheidest dich für eine Klasse und dann ist ziemlich klar, wie sie sich weiterentwickeln wird. Du kannst immer noch Multiklassen und es gibt ja immer wieder Zusatzmaterial, das sagt, du spielst einen Druiden, aber guck mal, du kannst dich auch für einen ganz anderen Zirkel entscheiden. Es wird viel lustiger, wenn du das machst. Ja gut, dann musst du aber erstmal, klar musst du in beiden Fällen, aber das ist bei Pathfinder vielleicht ein bisschen besser strukturiert gewesen, dass du genau weißt, ich muss mir das kaufen, um meinen Druiden cooler zu spielen. Während bei D&D 5 ist das alles Tim eher ist zum so Beispiel jetzt erst in Tasha's Cauldron drüber gestolpert, dass er sein, was in Tasha's Cauldron? Oder ja, ich glaube, er hat aus Tasha's Cauldron den Insekten. Genau, dass er seinen Druiden halt auch anders spielen kann, als es im normalen Player's Handbook vorgesehen ist. Waldläufer. Ja, Waldläufer. Wobei der Waldläufer leider auch die langweiligste Klasse ist, finde ich. Nicht der Krieger? Nee, der Krieger hat schon noch ein paar spannendere Sachen, aber was machst du als Waldläufer außer deinen Hunter's Mark und dann auf Dinge zu schießen. Also jedenfalls Pathfinder, Starfinder, wie schon in dem anderen Video gesagt, ein sehr crunchy System, wo es vor allem um die Spielmechanik und das Kämpfen geht, was man aber auch anders spielen kann, wenn man das möchte. Die Box hier, 40 €, kann man wahnsinnig viel mitmachen. Außer man ist nur alleine, kann man nur das Solo-Abenteuer spielen. Ja, wie die Übersicht und hatte dann 20 Minuten Spaß mit seinen 40 €. Aber vielleicht ist man dann ja so gehuckt, dass man auf jeden Fall sich Freunde sucht, die man vorher nicht hatte, um Starfinder zu spielen. Also ich finde, das ist alles sehr wertig und sehr hübsch und für 40 € kriegt man hier auf jeden Fall genug fürs Geld. Und wir haben was vergessen? Mir fiel gerade wieder ein, wovon die Frage, warum war es die Alien-Box so teuer? Weil es die einzige ist, wo wir auch eben die Information so hatten, dass du da einen Virtual-Tabletop-Inhalt mitbekommst. Das ist dir gerade wieder eingefallen? Ja, es wurde vorhin gesagt, da ist direkt der Virtual Tabletop-Teil quasi mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Das steht hier nicht mal drauf. Und das ist bei anderen Einsteigerboxen eben meines Wissens nach nicht so. Aber vielleicht kann der Chat das nochmal. Dann machen wir sie nochmal auf, wenn wir was übersehen haben. Aber ich könnte auch einfach zurückscrollen. Nicht bei der Deutschen heißt es, das die also dann tatsächlich 60 € kostet. Moment, bei der Deutschen sind die virtuellen Inhalte nicht dabei, aber sie kostet 10 € mehr. Ja. Yeah. Aber das hier ist die englische Version. Aber die deutsche ist vielleicht auch schon zur Papierknappheit produziert worden? Nee, die ist schon eine Weile draußen. Viel knapper ist ja noch relativ neu. Die deutsche ist vorletztes Jahr schon erschienen, verdammt. Die Lizenz ist natürlich auch immer ein Punkt, den man bedenken muss, ne? Also wenn, dann wäre das sicherlich ein extra Flyer gewesen, ja, der dann wahrscheinlich verschütt gegangen ist. Aber so oder so, weil ich habe gerade überlegt, was ist denn, weil
ich meine, hier der Zettel mit dem, und wenn du alleine bist, kannst du das Solo spielen, ist dann halt eben die Frage, was bietet sowas dann zum Beispiel für die Zeit in einer Pandemie, wenn man vielleicht nur über ein Virtual Tabletop spielt, was gibt es denn dann quasi dazu? Und ich weiß, dass man bei, also zumindest bei D&D, auf jeden Fall in der deutschen Variante, musst du dir alles dann nochmal kaufen. Ja, was aber bei dem Essentials Kit, bei dem Basisset direkt noch dabei waren, Anregungen für das Spiel zu zweit, ne? Also ja, wie du dann mit deinem Partner, wenn du einen zu Hause rumsitzen hast, alleine spielen kannst. Genau, die haben das Sidekick-System, wo du dann einfach der NSCs im Grunde dabei hast, mit simplen Regeln dazu, wie die wann was entscheiden und machen. Ja. So, was ist denn jetzt die beste Box von denen, die wir hier gerade vorgestellt haben? Es ist nicht die Alien-Box, weil der Preis aber eine Frechheit ist. Es ist nicht die Alien-Box, zu teuer. Ich glaube, die beste Box tatsächlich... Also, entschuldige, ich bin jetzt nicht die ganze diese Box diesen. Das ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Man kann, wenn man den Fluff nicht braucht, hiermit auch sehr, sehr viel machen. Ich bräuchte den Fluff auch, glaube ich, nicht. Mir ist das auch wurscht, was die Worldbuilding-Hintergründe vom Alien-Universum sind. Ich hab die Alien-Filme immer wieder gern gesehen. Es sind wirklich Lieblingsfilme von mir. Also die ersten beiden. Mhm. Aber ich hatte nie den Drang, mir einen Alien-Roman anzuschauen und zu gucken, was ist eigentlich der Hintergrund von diesem Planeten und dieser Organisation. Ich glaube, da hat durchaus auch dazu beigetragen, dass jedes Mal, wenn man mehr über das Universum gelernt hat, es immer wirrer wurde. Ja. Und daher brauche ich den Fluff, glaube ich, nicht. Also die ist es nicht. Ich schwanke zwischen Pathfinder und Call of Cthulhu. Okay, bei der letzten Folge war die Warhammer-Box schon sehr weit vorne, aber ja, die ist ja jetzt hier auch gar nicht zur Debatte, weil es geht ja um die Warhammer Soulbound-Box und weil wir Warhammer Soulbound nicht so sehr mögen, wie wir Warhammer Fantasy mögen. Ja, es ist immer noch keine schlechte Box, aber ich mag hier bei der Cthulhu-Box, dass da dieses umfangreiche Solo-Abenteuer drin ist. Mhm. Das macht sie sehr wertig. Und bei Pathfinder ist einfach generell so viel Material drin und sie ist sehr gut aufbereitet. Ja. Die hier ist auch nicht unbedingt jetzt die didaktischste Box, die wir haben, aber sie gibt sich wenigstens Mühe. Das heißt, ich glaube, von denen, die wir hier jetzt haben, würde die Pathfinder als Einsteigerbox nach den Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis, Spielbarkeit, Aufbereitung. Mhm. Wahrscheinlich. Also ich würde sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnen die beiden einfach gleich auf, weil die ist ziemlich günstig. Und da ist sehr viel drin. Ja. Ich finde die Star Wars-Boxen... Und Soulbound kriegt den Preis für die schönste Box. Ja. Die Star Wars-Boxen, ich mag sie ja immer noch. Ja. Ich finde, sie tun das, was sie wollen, ganz gut. Sie liefern diese knappen Würfel mit, aber... Was sie einem präsentieren, macht mir einfach keinen Spaß. Bis auf das allererste Abenteuer aus der ersten Box hatte ich mit keinem dieser Dinger Spaß. Ich habe mir immer gedacht, wer hat das designt? Damit schreckst du doch Leute eher ab. Es ist so trocken. Und es bringt einfach nicht das Star Wars Gefühl rüber, weil es steht sich selber im Weg mit seiner Schwerfälligkeit. Bis auf das. Das hat für mich funktioniert. Aber... Das nicht mehr. Es wird im Chat auch gesagt, die Warhammer-Box scheint mir sehr nah an dem Tabletop, täusche ich mich. Tatsächlich ist, also es ist ein W6-System und viele von den Werten werden einem bekannt vorkommen. Es funktioniert natürlich am Ende immer noch anders, aber es ist ein Rollenspielsystem, das schon gezielt so designt wurde, um die Leute abzuholen, die vom Tabletop zum Rollenspiel rüberkommen. Das eindeutig. Ich denke übrigens, dass ich jetzt diese Box hier wegschmeiße, ja, also die Verpackung. Weil du es eh nicht mehr wieder so reinkriegst, wie es reinkriegst. Ich krieg's nicht wieder so rein und es nimmt mir zu viel Platz weg im Regal. Das ist einfach Quatsch. Also, okay. Das hier wird in den Pappmüll wandern. Ich werfe eigentlich ungern Boxen weg, aber das hier kann schwer, also ich kann es dir mal zeigen. Es gibt geht nicht wirklich als Box durch, ne? Das ist eine Umverpackung. Zu Alien wird im Chat noch gesagt... Man darf bei der Alien-Box einfach nicht vergessen, dass das Abenteuer und die Würfel alleine schon fast den Preis der Box haben. Das Abenteuer 1995 und die beiden Würfelsets auch hier 1995. Ja, das hatten wir auch schon gesagt, aber ich finde das überteuert. Ich finde 20 Euro für 10 Würfel
die nicht so hübsch sind, ist es einfach nicht wert. Hm. Und das Abenteuer, warte mal, ich hole sie nochmal raus. Das Abenteuer, von dem du eben sagtest, dass es so okay ist. Jetzt, wie oft packe ich diese Box hier heute aus und ein? Klar, da sind noch Pläne für das Abenteuer. Wie gesagt, es sind ja auch die Marker dabei. Marker kosten auch Geld. Und die digitalen Inhalte kriegst du, wenn du bei FreeLeak direkt bestellst oder im Laden kaufst, der beim Programm von FreeLeak mitmacht. Das Abenteuer. Das liegt also nicht drin, sondern das würdest du bei der Bestellung von FreeLeak würdest du dann quasi die Codes oder PDFs noch zusätzlich geschickt bekommen. Ja, okay. Und wenn du im Laden bist, dann müsstest du von den Ladenleuten halt eben. Okay. Das Abenteuer hat 48 Seiten. Das Abenteuer hat so gut wie keine Illustrationen. Das hat die Pläne, es hat die Charakterporträts. Und da war eine Illu. Das ist der Neomorph. Und der ist gleich nochmal nur gespiegelt in Größe. Aha. Glaube ich. Richtig, da ist er nochmal. Da ist noch jemand, den ich nicht kennenlernen möchte. Hier ist noch. Das sind ja auch alles. Ja, oh Gott, guck mal. Ja, das ist. Wichtiger Content für Ego Notizen. Ich glaube hier. Soll mal einen Raumkampf drauf? Das kann sein, ja. Aber dafür würde sich einfach unsere Tischplatte eignen. 20 Euro finde ich zu viel für dieses Abenteuer, wenn das der normale Preis ist. Ja, also. Hier Disclaimer einfügen. Selbstverständlich sind Rollenspielprodukte eigentlich zu günstig für die Produktionskosten und lassen sich nur damit erklären, dass die Szene zu einem guten Teil gerade in kleineren Märkten, die im deutschsprachigen Raum von der Selbstausbeutung der Beteiligten finanziert. Disclaimer Ende, aber im Vergleich mit anderen Produkten ist das zu teuer für das Abenteuer. Ja, zum Beispiel, was kosten DSA-Abenteuer mit 48 Seiten? Ich glaube 12 Euro oder 14 Euro oder sowas, ne? Also 0,95. Und da sind jede Menge Illus drin, die nur dort drin sind und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Auflage so viel höher ist. Ich will jetzt nicht FreeLeak dissen. Ich mag FreeLeak sehr. Mhm. Ich finde, sie haben in den letzten Jahren mit die besten, innovativsten und packendsten Rollenspiele rausgebracht. Nicht nur das, Forbidden Lands, sie haben Mörkborg gepublished. Tales from the Loop ist super. Ich mag fast alles, was sie machen. Und. Aber. Naja, am Ende hat Doc Moonmoth aus dem Chat, glaube ich, das sinnvollste Argument noch für den Preis gebracht. Sie haben einfach sehr viel mehr Druckerschwärze verbraucht als alle anderen Bücher hier. Ja, da ist was dran. Also, am Ende gut, aber viel zu teuer. Ja, also, wie gesagt, kein Diss an FreeLeak, aber man wird hier wohl auch sagen dürfen, wenn man irgendwas wirklich nicht gerechtfertigt findet. Also. Sehr, 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 sehr schöne Box. Also wirklich die am schönsten designte Box, finde ich. Aber das Spiel selber ist halt nicht der Burner. Gute Box mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gute Box mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Am Ende kann man mit der hier. Hier sind ja wirklich die vollständigen Charaktererschaffungsregeln drin. Hier bei Call of Cthulhu sind sie reduziert. Weiß ich gar nicht. Hast du geschaut? Ich habe schnell drüber geguckt. Das sind, glaube ich, die Schnellerschaffungsregeln und vor allen Dingen nur mit einer Handvoll von Berufen, die du wählen kannst. Hm. Während die vollständigen Cthulhu-Regeln dir ja Dutzende von möglichen Berufen an die Hand geben. Das wäre vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Wie viele Leute machen eigentlich wirklich noch ihre Charaktere mit dem Heft und dem Papier und dem Bleistift in der Hand? Und wie viele machen es einfach online? Weil ich mache meine Call of Cthulhu-Charaktere immer im Generator online. Das dauert 2 Minuten, ja. Aber ich erinnere mich, dass das letzte Mal, wo kommt dieser Wert her? Wo kommt der Wert her? Wie berechnet sich der Wert? Das ist tatsächlich der Vorteil, wenn man es mit dem Papier macht, weil man es dann immer vor Augen hat. Ja, das wollte ich nicht wissen, weil ich mir einen Charakter gebaut habe. Das wollte ich wissen, weil ich für ein Cthulhu-Abenteuer, das wir geschrieben haben, vorgefertigte Charaktere mitliefern musste. Und da konnte ich mir nicht einfach Werte ausdenken. Und das war. Da mussten tatsächlich, genau, stimmen. Ja. Okay. Und ich wollte auch nicht einfach nur die Charaktere erstellen und dann Stufe 1 Charakter abgeben, sozusagen, beziehungsweise ist ja wurscht bei Cthulhu, aber ich wollte schon, dass die sich unterscheiden von einem Standardcharakter, den man selber erschafft, aber sie mussten trotzdem konsistente Werte haben. Ja. Ja. So, mehr habe ich nicht zu sagen. Wie gesagt, das sind nicht alle Boxen, die ich in so einem Video gerne vorgestellt hätte, aber wir haben auch nicht mehr hier.
Wenn ihr einen Vorschlag habt für Boxen, die man hier mal besprechen sollte, die ihr für sehr gute oder taugliche Einsteigerboxen haltet, dann schreibt uns das gerne auch später auf YouTube in die Kommentare. Nochmal der Hinweis, zur Cyberpunk-Box haben wir vor einer Weile was gemacht, das verlinke ich hier noch. Und natürlich gibt es auch genug Rollenspiele, die einfach von vornherein nur in der Box kommen, wo aber nicht Einsteigerbox draufsteht, deswegen haben wir sie jetzt hier nicht besprochen. Zum Beispiel die Forbidden Lands Box, die das gleiche kostet, glaube ich, wie die Alien-Einsteigerbox, nämlich 60 Euro. Wo 200-300 Seiten Hardcover Kunstlederbände drin sind und jede Menge Karten und Aufkleber. Und Aufkleber. Und ich weiß gerade nicht, ob die Würfel auch mit drin waren. Also das weiß ich auch nicht mehr. Das Spielkartenset nicht. War nicht drin. Ich glaube, da waren keine Würfel drin und keine Spielkarten. Nee. Ja. Tales from the Loop Einsteigerbox ist aber auch eher übersichtlich, schreibt Tim noch. G-Man 1980 schreibt RuneQuest Starter Set, sehr gut. Ja, das habe ich auch überlegt, RuneQuest, aber das hätten wir natürlich jetzt nicht mehr glaubhaft noch in dieses Video reinballern können, weil schon wieder Fantasy. Wobei, ja, Warhammer, Soul-Dings da. Aber ich glaube, die ist relativ neu, ne, die RuneQuest-Starterbox. Ich habe die erst vor kurzem... Die ist erst letztes Jahr rausgekommen. Genau, ja. Und die gibt es natürlich, soweit ich weiß, auch wie einige der anderen hier, nur auf Englisch. Mal gucken, ob sich das noch ändern wird. Der Patrick will ja auch die Star Trek-Einsteigerbox noch auf Deutsch rausbringen, beziehungsweise eine deutsche Box machen. Vielleicht gibt es dann ja noch ein drittes Video irgendwann. Mit einfach Nachschlag, egal mit welches noch, Genre. Hier sind noch mehr Einsteigerboxen, ja genau. RuneQuest, Tales from the Loop und Star Trek. Und mal schauen, was wir noch finden.